Grüß euch, freut mich, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ich bin die Christina, ich bin wieder mit der Ruby unterwegs und heute möchte ich euch was zum Thema Aufwärmen sagen. Es wird immer wieder ganz kontrovers diskutiert, wie viele Minuten dass man jetzt schlussendlich wirklich aufwärmen soll. Sind es 10, sind es 20, wie viel Aufwärmung brauchen Pferde, die im Offenstall stehen, ist ein Unterschied zu dem, wie viel das in der Box stehen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Ansichten. Ich möchte jetzt euch prinzipiell einmal erklären, warum man Pferd überhaupt aufwärmt und warum man gerade im Winter keinen Kaltstart hinlegen soll. Als allererstes muss man natürlich einfach sagen, dass wenn wir unsere Pferde aufwärmen, dass die einfach genauso munter werden, als wie vielleicht wir, wenn wir dann die ersten Minuten auf dem Pferd umsitzen. Es fährt einfach die Atmung hoch, es fährt der Puls hoch und somit wird das Pferd einfach jetzt besser mit Sauerstoff und Blut versorgt. Ganz wichtig ist das Aufwärmen auch für den Gelenksknorpel. Wenn ein Pferd jetzt längere Zeit steht, dann wird der immer flacher und immer weniger gut versorgt. Wenn wir jetzt das Pferd aufwärmen und jetzt längere Zeit Schritt gehen, dann wird der Knorpel wieder mit Gelenksflüssigkeit versorgt und pumpt sie somit richtig auf. Und somit wird er dann auch wieder federnder und kann die Stöße besser absorbieren. Gleichzeitig werden die ganzen Sehnen und Bänder, die sowieso relativ wenig durchblutet werden, wieder besser versorgt und geschmeidiger, belastungsfähiger und elastischer. Ihr seht, das Aufwärmen hat einen ganz wichtigen Grund, weil es einfach den Körper darauf vorbereitet, die Leistung jetzt zu erbringen, die was man vor dem Pferd dann haben möchte. Deswegen ist gerade im Winter, wenn die Pferde vielleicht mehr stehen, eine umso längere Aufwärmphase sehr wichtig. Also empfohlen werden mindestens 10 bis 15 Minuten, besser wären es 20. Um einfach wirklich zu gewährleisten, dass der ganze Körper so versorgt ist, wie er es sein sollte, wenn wir in höhere Gangarten wechseln. Dadurch, dass die ganzen Strukturen nur weniger belastbar sind, wenn es nur kalt sind und nicht aufgewärmt, sollte man, wenn man aufwärmt, jetzt nicht unbedingt die engsten Hufschlagfiguren machen, sondern einfache Hufschlagfiguren am hingegebenen Zügel, noch gar nicht zu viel vom Pferd verlangen, sind da auf jeden Fall gute Wahl. Man sollte das Pferd auch nicht unbedingt nur so dahin schlurfen lassen, sondern man sollte schon einen relativ flotten Schritt, einen zügigen Schritt anstreben. Ich habe da so eine Kandidatin, die was gern gerade am Anfang mit ihren Füßen ein wenig schleift und ja, gerade den Schritt am Anfang ein bisschen vernachlässigt, sage ich jetzt einmal. Ich versuche immer wieder, sie zu animieren, von Anfang an im Schritt zügig wegzugehen, aber man muss nicht über den Zaun bringen. Aber einfach, damit der Körper wirklich animiert wird, die Durchblutung angeregt wird und somit der ganze Körper besser versorgt wird. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt ein wenig aufgeklärt, wie wichtig das Aufwärmen tatsächlich für die Pferde ist. Und ich bitte euch, vernachlässigt es nicht, weil die Strukturen von euch am Pferd dann wirklich darunter leiden. Das war es jetzt von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verlinke euch da jetzt noch ein weiteres und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!